wünschte, wir würden uns wieder verstehen. Du nimmst das zu ernst. Ich habe ein bisschen auch begriffen. Das kann ich den Schülern unmöglich sagen. Eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Aber Babys sind wir jetzt schon lange nicht mehr. Wir sind nicht mal Schüler. Wir sind gerade mal ein Jahr aus der Schule raus. Manche von uns haben eine Ausbildung angefangen, ein Studium oder sind mit ihrem Partner zusammengezogen. Alles, was wir bisher erlebt haben, auch wenn das schon ganz schön viel war, war gerade mal ein Bruchteil unseres Lebens. Ein Bruchteil, den ich hoffentlich nie vergessen werde. Ob wir jetzt viel oder wenig Zeit haben, wie auch immer man es nimmt, lasst uns die Zeit, die wir haben, so gut wie möglich nutzen. Lasst uns im Moment leben, so gut es geht. Und jetzt, in diesem Moment, will ich mit alten Freunden feiern, dass wir die krasseste Klassenfahrt aller Zeiten hatten. So laut. Okay. Das ist das perfekte Versteck hier. Findest du? Ja. Du nicht, Jojo findet uns? Ach Quatsch, hier doch nicht. Hier wird er nie nachschauen. Mhm. Du? Ja. Sorry. Ich wollte mich entschuldigen. Keine Ahnung, ich habe auch total überreagiert mit McLarry und so. Ich meine, ich wollte ihn boxen. Ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist. Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Ich meine, klar habe ich eingewilligt in diese ganze offene Beziehungssache, aber ja, und ich habe so getan, als wären wir noch monogam, und das ist ja Quatsch irgendwie. Und aua. Naja, ich liebe dich und es ist mir egal, was für eine Art von Beziehung wir führen. Ich will nur, dass wir eine führen. Danke, Pimli. Aber ich muss dir auch was sagen. Ich habe auch sehr viel nachgedacht und es tut mir auch total leid, dass die Idee mit der offenen Beziehung, ich weiß nicht, das war keine gute Idee. Ich liebe dich auch und ich möchte auch keine offene Beziehung mit dir. Und du bist die Liebe meines Lebens. Ich möchte dich einfach haben. Und ja, ein Leben ist halt lang und ein Leben braucht halt Ziele. Und dementsprechend habe ich mir darüber auch sehr viele Gedanken gemacht und schau mal. Das hier. Mama! Das ist Pimli. Das wird unser neues Kind. Lass uns ein Kind adoptieren. Ich glaube, das ist genau das, was wir beide gerade brauchen für den Aufschwung unserer Beziehung. Sorry. Es ist so toll anzuschauen. Halt's doch selber. Ja. Aber das ist doch nur eine Puppe. Ja, das ist die beste Art und Weise, gerade zu üben. Wir wären Väter, Pimli. Und das mit Pimli. Oh nein, das ist ganz und gar nicht okay. Ich bin nicht bereit dafür. Ich kann nicht mehr für mich selber einkaufen gehen. Warum sollte ich dann für ein Baby einkaufen gehen? Das arme Kind, das würde qualvoll sterben. Ach, der Pimli, der hat mich gerade schon etwas beruhigt. So, ich meine, wir wären bestimmt gute Eltern. Ich bin so froh, so einen starken Mann an meiner Seite zu haben. Und ich meine, der Pimli, der ist ja auch so ehrlich zu mir. Und ich, blöder Sack, lüge ihm so dreckig ins Gesicht. Ja klar will ich unser Baby halten. Oh, Pimli, was ein kreativer Name. Danke, dass du mich nach meiner Meinung fragst. Ah! Ha! Was ist nur los mit mir? Richard, ich habe sogar schon Millisekunden Schlaf, weil ich die ganze Nacht gesucht habe. Ich finde niemanden. Die sind alle über alle Berge. Du bist noch dümmer, als ich dachte. Es ist unglaublich. Ich weiß, dass du die ganze Nacht gesucht hast.
Moment mal. Du hast die ganze Nacht zugesehen? Ich bin völlig fertig. Jede Sekunde. Jede. Oh mein Gott, du hast es genossen. Richard, du bist ja ein absoluter Oberfiesling. Du hast nichts außer Schadenfreude. Ich mach aber mal einen Punkt. Ich hab so viel. Also okay, meine Mutter, Psycho, in der Klapse, glaube ich. Ich habe sie echt lange nicht mehr gesehen, ich weiß nicht, was die macht. Mein Vater verirrt sich immer, ich fall von Bäumen. Aber ich habe 10.000 Freunde bei Facebook. Ich kann nicht mehr reden, weil du mich nervst. 10.000 Freunde bei Facebook habe ich. So, und Sachen, die du als Geringverdiener schon mal gar nicht hast. Ein Pool. Eigentlich sind es sogar 3 oder 4. Aber bei dir können wir ja mal mit einem halben Pool anfangen. Weißt du was? Was? Ich habe eine Benachrichtigung für dich. Ja. Du hast in diesem Moment einen Freund verloren. Entfollow! Oh nein. Und weißt du was? Ich glaube, deine Eltern werden dich niemals lieben. Ja, klingt hart, aber irgendwann muss man halt mit der Wahrheit klarkommen. Guck mal in den Spiegel. Da hinten steht einer. Geh mal hin. Tschüss. Ich hasse dich. Ich hasse dich! Jetzt muss ich mir eine neue Jacke kaufen wegen dem. Bah. Sophia! 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 Komm! Oh was? Sophia! Ich brauche deine Hilfe! Ich hoffe, du störst mich aus einem wichtigen Grund, sonst hau ich deinen Kopf gegen einen Baum. Ja, ist wichtig. Ich hole einfach weiter aus, okay? Also Fernando und ich sind ja zusammen zu dieser Klassenfahrt gefahren und dann haben wir unser Zimmer bezogen und ich dachte, es sei alles okay, aber es war nicht okay, weil irgendwie meinte er, die Luft ist raus aus unserer Beziehung, deswegen wollte er die Beziehung öffnen, aber ich wollte das nicht, aber ich habe mich nicht getraut, ihm zu sagen, dass ich das nicht will. Dann hat er sich an Stanley gemacht und danach an McLarry und dann wollte ich McLarry in die Fresse boxen, weil ich eifersüchtig war. Also ich habe ihm auch in die Fresse geboxt, ich habe sogar gewonnen und dann habe ich mich dafür entschuldigt und dann dachte ich, es sei alles wieder okay, aber jetzt will er ein Kind adoptieren und ich will gar kein Kind adoptieren, ich kann kein Vater sein. Pass auf, ich habe eine Idee. Du kannst das Kind einfach heimlich im Wald aussetzen. Das haben meine Eltern auch mit mir gemacht. Und die Wölfe haben sich so gut um mich gekümmert. Das ist gut. Deine Eltern haben was? Ja, das, aber das ist nicht so schlimm. Alles gut. Ach, Sophia, danke, aber ich, weißt du, ich brauche gar keinen Rat. Ich wollte nur aber, ein bisschen du, Zeit mit dir verbringen nein, oder nein, so. Nein. Weißt du, was jetzt gut gegen Stress ist? Was denn? Sport. Wir machen jetzt ein Wettrennen. Wer am Ende da hinten an der Wiese ist, gewinnt. Auf 3! 3! Okay. 2! Das ist so unfair! In our hometown, running free, it could be everything that we were chasing. Sophia? Yo! Ich bin gerade nach da hinten. Und wieder zurückgerannt. Zwischendurch war ich auch mal pissen, aber Pimli hat es gar nicht gepackt. Der ist so ein Mächtiger, so ein Penner. Ich war hier eigentlich, weil ich mich bei dir bedanken wollte. Ich finde, du hast mir irgendwie mega weitergeholfen und ich habe sogar das Gefühl, dass das mit Joelle und mir auch bergauf geht. Das hat voll was gebracht. Es freut mich für dich. Aber sag mal, es stimmt irgendwas mit McLarry nicht. Kann das sein? Das war gestern so merkwürdig. Hatte der irgendwie Paranoia oder so? Ich mache mir wirklich Sorgen. Werf mal ein Auge auf ihn. McLarry? Ja. Ja, also, dann kümmere ich mich mal safe um ihn. Stehst du auf ihn? Nein, also, er ist schon ganz süß. Was soll das? Das ist ein Zeichen meiner Zuneigung. Okay. Ja. Dann guck ich mal. Okay. Hey, ich hab's geschafft, Sophia. Ich bin da. Wo, Sophia? Hey, geht doch nicht weg. So we fade in the rhythm. I have my Scheiße, okay. Was hast du mir getan? Du hast es geschafft, du bist einmal um den Block gefahren. Oh mein Gott, voll gut. Ja. Und nur eine Schramme. Das ist ein neuer Rekord, oder? Das ist ein neuer Rekord. Oh, wie geil, ich bin so stolz auf mich. Traust du dich schon die Landstraße? Oh, ich weiß nicht. Meinst du, ich schaff das? Ja, natürlich schaffst du das. Guck mal, du machst voll die Fortschritte.
Ja, okay, ganz ehrlich, du bist eh besser als Georg. Mit dir schaffe ich das bestimmt. Mein Gott, Lena. Oh. Weißt du was? Komm, ich hol kurz noch was zu trinken und dann gehen wir auf die Landstraße, okay? Okay, bringst du mir was mit? Ja. Okay. Super, bis gleich. Okay. Ich schaff das, ich schaff das. Einfach 70 auf der Landstraße, so wie er gesagt hat. Mädchen? Du lässt die Finger von ihm, okay? Junge, woher kommst du? Warst du die ganze Zeit hinten im Auto? Ja. Die ganze Fahrt? Was willst du von mir? Er ist meiner. Und wenn ich noch einmal sowas sehe, voila, Mädchen, ich werde dich zerstören. Was redest du, junge Bitch? Ich mach, was ich will, okay? Geh jetzt aus dem Auto, sofort. Das werden wir sehen. Ich behalte dich im Auge. Hä? Ich hab's dich gewarnt. Du willst nicht wissen, was passiert. Verpiss dich jetzt. So unnötig, dieses Mädchen. Ey, du bist doch hier, Artemis, die Göttin der, wir hatten das in Geschichte, der Jagd. Ey, du bist die perfekte Person, um mir Tipps zu geben. Ich habe seit Jahren habe ich ein Ziel. Da ist eine ganz spezielle Frau. Stanley, du dreckiger Bastard! Hör auf, endlich Frauen wie Trophäen zu behandeln! Yo, Alter! Kannst du sprechen? Nein, Mann, das bin ich, du Idiot! Gott! Wow. Bist du ein Engel? Ja. Alter! Ich meine, die anderen denken, ich bin nur ein Freak, der Red Bull säuft, aber ich bin wirklich ein Engel. Alter, ich brauche deine Hilfe. Wenn du ein richtig guter Engel bist, dann hilfst du mir jetzt. Ich habe seit Jahren ein Ziel und ich krieg's einfach nicht hin. Hier, TJ hat's geschafft. Sogar Georg hat's geschafft. Ich meine, es kann nicht so schwer sein, eine Lehrerin zu klären. Ja, ich muss diese Staffel Frau Amsel klären. Hey, Stanley! Tritt mal auf die Bremse, Junge! Was ist denn jetzt passiert? Ich will sie klären, Mann! Ich bin kurz davor! Du willst Frau Amsel klären? Ja, gib mir noch eine Woche, dann machen wir Handbetrieb, 2 Wochen, dann Blowjob und vielleicht in 3 Wochen, BÄM! Ey, das ist Mach meine Lehrerin! Mach die Finger davon, Junge! Das ist meine Lehrerin! Stanley, du kannst sie nicht einfach klauen! Stanley, erkennst du das nicht? Du bist auf dem Holzweg! Wieso Mann, das? Denk doch mal nach! Ich meine, schalt mal dein Köpfchen ein! Das ist völlig der falsche Pfad! Du kannst dich ständig Weibern hinterherrennen! Geh doch mal in dich! Dann wirst du schon erfahren! Ich verstehe wirklich gar nicht, worüber du redest. Stanley, ich was soll ich machen? Ich kann dir nicht alles aus der Nase saugen! Frauen sind alles für mich! Was ist daran verkehrt? Ach Gott, Stanley, hau einfach ab. Ich wollte hier eh gerade kacken gehen. Okay. Du wirst das schon erkennen, Mann. Du schaffst das schon. Gut. Doch. Du kannst das. Zurück. Hallo, Onkel? Joel hier, hallo? Onkel Scholz? Bist du's? Hier. Onkel Scholz, ich habe deinen Brief gelesen, ich freue mich. Natürlich würde ich gerne mit dir einen Kaffee trinken. Es ist total verrückt gerade. Ja. Oh mein Gott, Joel, hast du es wirklich geglaubt? Du hast nicht geglaubt, dass du mit dem Bundeskanzler verwandt bist. Das ist ja absolut oberdämlich. Scheiße, Jojo-Mann! Jeder weiß, dass du Frau Amsel geil findest. Mir mit meinen Eltern zu drohen, das ist asozial. Ihr habt mich fast umgefahren, das ist nichts okay!